In auffälligem Kontrast zu der kaufmännischen Weltoffenheit standen die Berichte arabischer Händler über die barbarischen Sitten ihrer Geschäftspartner. Zuletzt hat man mir von dem Tod einer ihrer wichtigsten Männer erzählt. Sie trugen ihn in ein Zelt, das auf einem Schiff aufgestellt war. Sie schleppten einen Hund herbei, zwei Pferde, einen Hahn und eine Henne. Danach breiteten sie Brot, Fleisch und Zwiebeln vor ihm aus. Schließlich holten sie seine Waffen und legten sie neben ihn. Eine der Sklavinnen des Toten musste ihm in den Tod folgen. Sie gaben ihr einen giftigen Trank. Dann führte eine Frau, die man Engel des Todes nannte, das Mädchen an Bord des Totenschiffes. Sechs Männer betraten nacheinander das Zelt und vergewaltigten das Mädchen. Danach legten sie es an die Seite ihres Herrn. Zwei hielten seine Füße und zwei seine Hände. Die Alte, die sie Todesengel nennen, legt ihm ein Seil um den Hals. Dann begannen die Männer mit Stöcken gegen ihre Schilde zu schlagen, damit man die Todesschreie des Mädchens nicht hören konnte. Das bereits betäubte Mädchen wurde durch einen gezielten Messerstich schnell getötet. Schließlich verbrannte man das Totenschiff oder ließ es aufs Meer hinaustreiben. Blutopfer forderten auch die nordischen Götter als Gegenleistung für ihre Hilfe. Alle 9 Jahre hielt man, trotz der Christianisierung, düstere Fruchtbarkeitsfeste ab. Das Herz der Feierlichkeiten bildete ein Opferritual, das die Wikinger Blut nannten. Der deutsche Bischof Adam von Bremen beschrieb das Blutfest im Detail. 9 Köpfe von jeder Art lebender Kreatur mussten geopfert werden, alle männlich. Die abgetrennten Körper hingen auf einem Hain in der Nähe eines heiligen Orts. Hunde, Pferde und Männer waren nebeneinander aufgehängt und ein Christ erzählte mir, dass er nicht weniger als 72 Körper hatte hängen sehen. Anders als das Christentum kannte das skandinavische Heidentum keine systematische Theologie. Es existierte kein Konzept von Gut und Böse oder von einem Leben im Jenseits für alle Gläubigen. Odin, der Gott des Krieges, versprach nur dem, der auf dem Schlachtfeld starb, einen Platz an seiner Seite. Vielleicht erklärt dieser religiöse Hintergrund den todesmutigen Einsatz der Nordmänner. Auf Schloss Kronborg in Dänemark versucht ein Mann seit Jahrzehnten, das Geheimnis zu lüften, wie den Wikingern die Fahrt über den Atlantik gelingen konnte. Ein kleiner Gegenstand aus Holz, der bei einer Ausgrabung in Grönland gefunden wurde, führte schließlich zur Lösung. Sören Tirslund glaubt, dass das Objekt ursprünglich so ausgesehen hat. Hält man es horizontal, wirft die Sonne den Schatten des Mittelstabes auf die Fläche. Diese Kurve beschreibt den 60. Grad nördlicher Länge. Wir haben mit dem Ding experimentiert. Wir haben die Daten durch den Computer geschickt und sie stimmen recht gut mit dem 60., 61. Grad Nord überein, was ungefähr der Route entspricht, auf der man von Skandinavien nach Grönland segelt. Der Steuermann benutzte den Kompass vermutlich immer wieder, um den Kurs zu korrigieren. Solange der Schatten sich entlang der eingravierten Linie bewegte, wusste er, dass er den korrekten Ost-West-Kurs einhielt und konnte auch die anderen Himmelsrichtungen bestimmen. Dass sich die Wikinger überhaupt in Richtung Westen aufmachten, lag vermutlich an den Berichten irischer Mönche, die im frühen 8. Jahrhundert in Island gestrandet waren. Island war das erste Ziel in Übersee. Die Landschaft hier ähnelte der Heimat der Wikinger und schon bald kamen die ersten Siedler.
rangniedere Anführer, die leer ausgegangen waren, als sich im 9. und 10. Jahrhundert die neuen Königreiche Skandinaviens gebildet hatten, sahen in der Besiedlung Islands wahrscheinlich ihre letzte Chance. Ihre vielköpfigen Familien mit Sklaven und Haustieren brachten die Siedler mit. Komplette Bauerngemeinden wurden auf diese Weise verpflanzt. Viele der frühen Kolonisten stammten aus Mischehen zwischen Nordmännern und Slawen. Einige der ältesten Häuser, die hier entdeckt wurden, zeigen alle Kennzeichen von Haustypen, wie sie in Osteuropa üblich waren. Die Schlussfolgerung daraus könnte sein, dass sehr früh Slawen nach Island kamen. Vielleicht waren sie Sklaven, aber wahrscheinlich würde man Sklaven nicht erlauben, ihre Häuser so zu bauen, wie es ihnen gefällt. Möglicherweise waren sie also freie Siedler. Interessanterweise waren diese Häuser die ersten Gebäude an den ersten Siedlungsplätzen. Die Herden wuchsen und machten einige der ersten Siedler reich. Die meisten Neuankömmlinge sahen die alte Gesellschaftsordnung, die die Bevölkerung in Adlige, Freie und Sklaven unterteilte, auf den Kopf gestellt. Offenbar war Island ein Land der Aufsteiger. Wer in der alten Heimat Not gelitten hatte, konnte hier sein Glück machen. Ansonsten orientierte man sich am Althergebrachten. Man führte die gewohnten Gemüsesorten ein und hielt die traditionellen Nutztiere. Die Auswirkungen dieser Importe im großen Stil waren langfristig gesehen allerdings verheerend. Wenn Orri Festheinsson, selbst ein Nachkomme der Nordmänner, heute durch die Landschaft Islands wandert, zeigt sich ihm ein völlig anderes Bild als den frühen Siedlern. Als die Wikinger im späten 9. Jahrhundert hierher kamen, war der größte Teil des Landes mit Bäumen wie diesen hier bedeckt. Der Unterschied war allerdings, dass die Wälder damals viel dichter und die Bäume viel höher gewesen sind. Aber schon nach 50 Jahren waren die Wälder völlig aus der Landschaft verschwunden. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie es gemacht haben, aber wir glauben, dass sie zum Teil gefällt haben. An einigen Orten brannten sie sie aber auch einfach nieder, denn wir fanden Schichten mit verbranntem Material, die in die Zeit der frühen Besiedlung zurückreichen. Das zeigt, dass sie den Wald einfach loswerden wollten. Er stand ihnen buchstäblich im Wege. Sie wollten Weideland, und das ist es, was wir bis heute haben. Dass nicht alle in Island ihr Glück fanden, bezeugt die Sage von Erik dem Roten. Er schien davon besessen, das grüne Land zu finden, eine Art ultimatives Wikingerparadies. Ganz nebenbei entzog er sich mit seiner Fahrt weiter gen Westen auch einem Mordprozess. Nach wochenlanger, gefahrvoller Reise im Packeis traf der Konvoi tatsächlich in Grönland ein. Die Expedition stand allerdings unter keinem guten Stern. Von den 25 Schiffen erreichten nur 14 ihr Ziel. Tatsächlich zeigte sich Grönland zunächst als grünes Land, aber die Nähe der Gletscher war stets zu spüren. Nur ein schmaler Landstreifen entlang der Küste blieb ganzjährig eisfrei. Immerhin reichten die Parzellen aus, um die Leute zufriedenzustellen, denen Erik eine neue Welt versprochen hatte. Er verkaufte sein Konzept des Grünlandes an alle, die nachfolgten, und führte damit einen Exodus aus Island herbei, das durch religiöse und politische Konflikte völlig zerrissen war. In kürzester Zeit lebten etwa 3000 Menschen an der Südwestküste Grönlands. We know from written sources. Aus den schriftlichen Quellen, besonders von den Sagas, wissen wir, dass die Leute, die nach Grönland kamen, schon sehr früh Christen waren. Vielleicht schon, als sie hier ankamen.